Der Wamangituka tanzt schon wieder für den VfB. Aber Mönchengladbach steht den Schwaben auf den Schuhen. Klasse Pokalfight, klasse Auftakt, mega Auftakt. Der Lauf von Silas Wamangituka, zweite Minute, wie gegen Mainz in der Bundesliga. Alle lässt er stehen, alle tanzt er aus, wie einst JJ Okocha. JJ Silas Wamangituka, 1:0 für den VfB gegen Stindl, gegen Kramer. Und dann hetzen sie hinterher, die Gladbacher, mit Leiner und mit Neuhaus. Aber da geht gar nichts gegen Wamangituka. 13. Pflichtspieltor in dieser Saison. Der neue Superstar des VfB Stuttgart. Interessantes Spiel schon in der ersten Halbzeit. Mönchengladbach zum Ende des ersten Durchgangs mit Thüram. Auch das ist ein hübsches Ding. Auch das ist klasse. Sie nennen ihn Tikus. Sie nennen ihn den kleinen Markus, obwohl er ja 1,92 Meter groß ist und obwohl er so große Tore erzielen kann. Gladbach zurück in der Partie, 1:1 in Stuttgart. Zuletzt in der Bundesliga gab es ja ein famoses 2:2 in diesem Stadion bei dieser Auseinandersetzung. Max Eberl, der zurückgekehrte Sportmacher der Gladbacher. Und Stuttgart leuchtet auch ohne Zuschauer. Und die Partie leuchtet in der zweiten Halbzeit richtig weiter. 5 Minuten rum. Stuttgarter Ballverlust. Leiner mit dem langen Ball für Player. Und jetzt Achtung, da fällt der Bredlo, der Stuttgarter Ersatzkeeper. Und deswegen ist der Weg frei für Gladbachs 2:1 durch Player, der zuletzt in der Bundesliga auch bei Union Berlin getroffen hatte. Der lange Ball von Leiner und dann keine Abseitsposition von Player. Das wird in der Zentralen aufgehoben, das Abseits. Player mit seinem 9. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Hinten Bredlo mit dem Bock. Mönchengladbach, das zuletzt 1995 im Pokalfinale stand. Damals mit Stefan Effenberg auf dem Weg nach Berlin. Daniel Sieber checkt nochmal mit dem Keller in Köln. Abseits ja oder nein? Wir haben es ja schon aufgelöst. Die Gladbacher freuen sich. Es war kein Abseits. Das Tor zählte. 2:1 also für die Borussia. Und dann Dramatik in der Schlussphase. Was geht denn hier? Kein Handspiel von Ginter beim Stuttgarter Angriff. Aber Handspiel hinten von Leiner. Jetzt sehen wir es in unserer Lupe. Aber nach der Rücksprache mit dem Videoassistenten gab es keinen Elfmeter. Also Marco Rose darf jubeln. Gladbach ist weiter.